Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute geht es rund um das Thema Block-MLGs. Und das Ganze ist nämlich ursprünglich aus der Core-Szene bzw. Project Ares-Szene gekommen. Das Thema Block-MLG ist bekannt geworden durch Cores bzw. Project Ares bzw. neuerdings auch noch durch Bed Wars. Und alle feiern das total. Ha, da Block-MLG. Ha, da Block-MLG. Dort Block-MLG. Leute. Ich möchte ja nicht pushen, aber wenn man Core spielt, ich glaube, dann kann man schon besser als jeder BW-Spieler Block-MLGs, denn ich zum Teil habe, ich glaube, in meinem Leben schon ca. 16-17k Runden Cores gespielt. Pro Speedround macht man so um den Dreh im Schnitt 2 bis 3 Block-MLGs. Sprich, ich habe schon ca. 100 Block-MLGs in meinem Leben gemacht, nahezu, ja, ich denke mal, so ein Viertel der Runden ging auch nicht direkt los und dann hat man da auf jeden Fall sehr, sehr lange Runden hinter sich gebracht. Sprich, man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung. Dementsprechend habe ich schon Minimum 100 bis 150k Block-MLGs hinter mir, deswegen kann ich auch davon berichten und Tipps und Tricks abgeben. Also vom Profi lernt da jetzt sozusagen. ja, ich spiele zwar keinen Kurs mehr, aber es war immer so, dass die meisten Leute, die Cores neu angefangen hatten und Block-MLGs lernen wollten, das nicht geschafft haben, weil ihre Mausempfindlichkeit viel zu weit oben war. Dazu geht jetzt einfach mal in die Steuerung und tut sie runter und eure Maus-DPI, sprich bei eurem Gaming-Treiber bzw. eurer Maus-Einstellung auf dem PC, stellt ihr das ein Ding einfach mal runter und gewöhnt euch dran, dass ihr euch mehr. Dafür habt ihr aber viel höhere Kontrolle, was das Aiming generell auch beim Schlagen, also beim PvP betrifft und beim Block-MLG. Und so kann man eigentlich ziemlich safe jeden Block-MLG schaffen, den man ja, schaffen kann, den man sich vorstellen kann. Und ich kann es euch nur empfehlen, einfach mal das zu lernen, denn ich muss zum Beispiel meine Hand sehr viel bewegen, bis ich mich wirklich in 360 habe ich, glaube ich, ca. 6-7 cm oder 8 cm mit meiner Maus auf jeden Fall bewegt. Bedeutet, Leute, Low DPI und Sensitivity gleich bessere Block-MLGs. Zweiter Tipp, Leute. Ihr müsst einfach mal ein Pack benutzen, wo die Blöcke auch Texturen haben. Wenn sie nur schwarz sind, dann seht ihr eigentlich nicht die Ränder und ihr wisst nicht, ob ihr sozusagen oben Block-MLG und euch damit direkt 360 und hier runterfallt. Oder ob ihr da Block-MLGt. Und ich kann es euch mal zeigen, Block-MLG ist wirklich extrem einfach. Das ist einfach eine Sache von Übung und gar nicht wirklich schwierig. Man muss es sich einfach mal angewöhnen und immer wieder machen. Leute, mein dritter Tipp ist übrigens, einfach mal viel Cores spielen. Einfach mal viel Bed Wars und Cores spielen. Beziehungsweise irgendwelche Cores-Alternativen wie damals, wo es es noch gab. Project Ares, denn Leute, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, in Cores läuft man schnell durch die Map und versucht schnell die Runden zu beenden. Demnach ist es sehr empfehlenswert, Block-MLGs zu vollenden. Die schafft man eigentlich immer, wenn man das mal übt, Leute, und in einem Cores-Clan zum Beispiel auch spielt aktiv, dann kann man die eigentlich hundertprozentig schaffen. So, Leute, da sind wir auf jeden Fall in der zweiten Runde auf Platzangst und ja, Leute, Block-MLGs können einfach euer Movement bzw. generell die Mobility und das Spielgeschehen verändern. Sprich, Leute, ihr lernt es einfach. Nein! Wow! Sprich, Leute, je mehr Block-MLGs im Spiel sind, desto actionreicher und spannender wird das Spiel und desto schneller geht alles voran. Und sie können euch manchmal das Leben retten und auch mal den Win geben oder auch den Win versauen, wenn ihr es eben nicht schafft. Also, Leute, üben, üben, üben. MLG Rush ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr guter Modus, bei dem man das üben kann. Und, den haben wir dann mal zerschärft. Bäh. Gut, Leute, meine Witze werden auch immer schlechter. Auf jeden Fall Grüße hierbei an meine kompletten Clanmates von damals und alle, die mich von Cores noch kennen. Es war eine coole Zeit, aber Dinge haben sich geändert. Mehr muss ich dazu auch nicht mehr sagen. Und ja, Leute, auf jeden Fall bin ich runtergefallen. Ist auf jeden Fall sehr toll, ne? Natürlich, wenn ihr Anfänger in Minecraft seid, werdet ihr kaum Block-MLGs schaffen können. Einfach aus dem Grund, dass man eben nicht so ein Gefühl hat, wie weit man springt und so weiter. Aber gut, Leute, ihr merkt es euch einfach mal. Für die Zukunft, falls ihr es lernen wollt, einfach mal dranbleiben und einfach rumprobieren. Dinge wie Block-MLGs kann man auch noch vereinfachen bzw. erweitern, indem man ein Double- oder Triple-Block-MLG macht. Das kennen viele Kudo-Bridge-Suchtis, wie zum Beispiel 3/4. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Da macht man einfach ein Block-MLG an einem Block-MLG, dritten Grades sozusagen. Und ja, Leute, das ist echt, also es ist echt extrem heftig. Wobei ich das nicht kann, einfach aus dem einfachen Grund, dass meine CPS mir fehlen dafür. Aber gut, Leute, man muss es auch nicht können. Aber Block-MLGs sind wirklich sehr hilfreich. Das war einer voll krass, ne? Ne, aber wenn man Cores-Spieler ist, hat man das einfach drin. Einfach aus dem Grund, da man eben so viel Block-MLGs macht. Das möchte ich jetzt auch nicht benutzen, um mein Ego zu pushen oder hier mich anzugeben. Aber naja, es ist halt
relativ einfach, wenn man diese Tipps befolgt. Leute, man muss auch dazu sagen, es macht extrem viel Spaß, Block-MLGs zu durchführen, weil es einfach, naja, ich sag mal, kennt ihr das, wenn ihr 360s macht und oder Trickshots oder was weiß ich, irgendwo habt ihr bestimmt schon mal sowas gemacht oder mal was Heftiges wie ein, ja, so ein Cobweb-MLG zum Beispiel, ist halt schon geil das Gefühl und bei einem Block-MLG ist es auch so ein bisschen das Gefühl und Leute, es bringt einfach so sau viele Vorteile, verpasst die Vorteile nicht, holt euch den Win durch einen Block-MLG-Save. Und ja, Leute, einfach mal meine Tipps befolgen. Wenn ihr weitere habt, schreibt es gut in die Kommentare. Natürlich ist es auch wichtig, seine Blöcke immer griffbereit zu haben, weil sonst muss man immer auf Slot 9 hotkeyen oder switchen oder was weiß ich, oder 8 oder 7, 6. Leute, habt einen festen Platz für die Blöcke, sonst kann man das gar nicht machen. Sonst kann man die ganze Geschichte vergessen, weil man das innerhalb von Millisekunden eigentlich, entscheiden sollte, was man jetzt macht. Und seine Vorangehensweise checke ich auch nicht. Gut, haben wir gewonnen. Leute, ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, an alle Core-Spieler Grüße. Grüße an Minimi-Checker. Ich habe mich ein bisschen durch die Core-Richtung inspirieren lassen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, haut rein, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr neu seid, abonnieren und ciao.